Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Police Simulator. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Ja, können wir schon machen. Ja gut, auf geht's zu einer neuen Schicht. Schauen wir mal einfach, was denn so ist. Ja, was, ja, wie sich's entwickelt. Mal gucken. Wir machen jetzt ein bisschen Fahrzeugkontrolle. Und schauen wir halt mal ein bisschen hier. Das passt. Halt, Moment, was steht hier? Monday. Von nun bis 4 Uhr PM. Achso, ja, bis 4 Uhr PM. Ja, dann darf er hier stehen bleiben. Okay. Dann gucken wir uns das mal da drüben an. Übrigens, Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Dankeschön, sag ich mal dazu. So, das ist ein Taxi. Dann schauen wir mal hier. 23. No parking. Ja. Liegt da was vor? Schauen wir mal. Weil wir haben ja hier verschiedene Reiter. Wir können hier nämlich auswählen auch. Okay. So. Das ist der Besitzer. Das, okay. Wir können hier nämlich die Datenbank abrufen, wenn man jetzt schaut, 3MP464. Wie gesagt, dann drücke ich auf den Polizeicomputer, dann schauen wir einfach, kann man hier dann reinschauen. Hier ist das Kennzeichen und dann sehen wir genau, auf wen dieses Fahrzeug denn überhaupt zugelassen ist. Dieses Fahrzeug ist zugelassen auf die Mariella Ciavalli. Ja, Geburtsdatum, Ethnie, weiblich, Geschlecht, halt, Ausweisstadt gültig, okay. Gut. Hallo, Officer. Grüß mal zurück. Hä? Ja. Hä, warum kann ich nicht zurückgrüßen? Ja, okay. Keine Ahnung. Dann schauen wir hier einfach mal. Dringend Antwort erbeten. Wer ist verfügbar? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. So, ich kontrolliere heute mal ein bisschen Fahrzeuge. 23, okay, das passt. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? So, was steht hier drauf? Okay, darf man hier parken? Rennen wir mal hier rüber. Schauen wir hier gleich mal. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Das ist ein Taxi. Behindertenfahrzeug. Also, da müssen wir aufpassen. Da können wir jetzt nicht einfach so was machen. Eieiei. Hier haben wir ja ein Fahrzeug. Das ist nicht angemeldet. Okay. So, machen wir mal das abgelaufene Kennzeichen. So, dann schauen wir uns mal an, was wir denn hier alles finden. 6WB1, schauen wir mal, was uns der Computer sagt, der Polizeicomputer dazu. Latino gültig, Waffen ist Außerstatus gültig, ja, ja. Offener Haftbefehl, nein. Der hat Cybermobbing gemacht, okay. Unerlaubtes Straßenverkehr parken, ja, okay, okay. Also er hat schon öfters drauf, Zulassungsstatus ungültig. Okay, gut, der hat schon öfters drauf ankommen lassen. Wir machen jetzt Folgendes, wir lassen dieses Fahrzeug, schleppen wir ab. Ja? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Perfekt. So, dann schauen wir mal gleich das nächste Fahrzeug an.
Okay, Behinderten, also das hat ein Behindertenkennzeichen. Dann schauen wir gleich mal hier weiter. 23. Hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Moment, es ist no parking. Okay, gut. Dann schauen wir mal hier hin. Ah ja, okay. Ist abgelaufen. Dann schauen wir gleich mal 23. Was wissen wir über dieses Fahrzeug? Schauen wir uns mal gleich das Kennzeichen an. Oh, rote Ampel überfahren. Fahren bei Nacht. Was? Raub? Oh, okay. Das ist also eine Person, die es drauf anlegt. Ja gut, mehr als ein abgelaufener Parkour können wir nicht machen. Sind Officer verfügbar? Wir brauchen Unterstützung. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Okay, dieses Fahrzeug hier 22. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist die 9TF805. Guckt man mal. Konnte nicht im... Was? Wanted? Okay, okay. Das wird aber jetzt interessant. Wir haben eine Verkehrskontrolle. Dafür brauchen wir noch jemanden. Okay, das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Ah, das ist aber jetzt interessant, gell? Hallo, Officer. Moment, der parkt entgegen der Fahrtrichtung. Naja, oder ist es eine Einbahnstraße? Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Okay, ist eine Einbahnstraße. Ah, Moment mal, der parkt trotzdem in der Einbahnstraße nicht wirklich richtig. Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Das ist Position Ausrichtung. Falsche Richtung. Jawohl. Strafzettel drauf. Perfekt. Jetzt schauen wir nur davor und dann müssen wir wieder zu unserem Polizeifahrzeug. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Ich schaffe es nicht rechtzeitig zum Ziel. Okay. Das sollte eigentlich alles passen hier. Passt auf. Ja. Das passt alles. Ah, hier haben wir auch noch Fahrzeuge. Ah ja, das ist abgelaufen. Dann schauen wir doch gleich mal in die Datenbank rein, was uns das sagt. Zu dem Fahrzeug, das ist 6GRF62. Ah, ungültig Zulassungsstatus, ungültig. Cannabis am Steuer verurteilt, ja, das ist also ein ganz schwerer Finger. Dann machen wir einfach mal einen Strafzettel, machen wir abgelaufenes Kennzeichen. Und hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Da können wir nichts machen, das ist ein Behindertenfahrzeug. Dann schauen wir mal drüben. 23.
Okay. Schauen wir hier noch die Parkuhren. Ja, gibt's keine. Hier haben wir, was haben wir hier drauf stehen? Ja. Okay. Gut. Ja, schon haben wir eigentlich so eine kleine ja, Häuserblock-Runde gemacht. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Das ist ein Taxi. Ich glaube, das habe ich schon kontrolliert. Was ist denn da los? Oi! Oha, 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 das war mit einem Unfall. Naja, okay, gut. So, Unfallzeugen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich gebe zu, ich habe die Kontrolle über mein Auto verloren, Officer. Moment mal, da stimmt was nicht. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. THC. Ach, der hat Drogen genommen. So, Drogen. Dann machen wir einen Alkoholtest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Wir haben eine Verkehrskontrolle. Dafür brauchen wir noch jemanden. 0,19. So, dann würde ich mal Folgendes machen. Gehen wir immer mal am Verstoß. Dem Fahrer. Nein, Moment, ich mache noch auf. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. 23. Ja, schauen wir mal. Okay, das passt. Ja. So, jetzt machen wir Handschellen. Boah, THC, der ist nicht fähig, den nehme ich jetzt fest, wie ich ja Besitz von Betäubungsmitteln bis Alkohol, Drogenmissbrauch, Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Amphetamin, Cannabis. Sie sind festgenommen, da Sie unter dem Einfluss von Cannabis gefahren sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? So. Jetzt tun wir mal das Fahrzeug durchsuchen. Oh. Mal nochmal Marihuana. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Wir fotografieren das Ganze jetzt einmal. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Jetzt haben wir ja im Endeffekt doch noch einen Auftrag hier, gell? Hätte man ja nicht gedacht. Jetzt warte mal, was ist mit dem hier? Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich glaube, diese Person ist betrunken. Nüchtern fährt kein Mensch so. Okay. Ich lasse mal meinen Führerschein. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Au, oh, okay. Führerschein ist abgelaufen. Okay. Zurückgeben. Der kriegt jetzt erstmal einen Verstoß bestrafen. Fahrer. Das ist ein Personalausweis eigentlich, nicht der Führerschein.
Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld! Okay, jetzt mache ich mal einen Test. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nein. Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Wir senden eine andere Einheit. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Okay, gut. So, dann würde ich den jetzt mal laufen lassen. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. So. Bei ihm möchte ich jetzt auch mal den Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Führerschein. Okay, der läuft noch. Scheiße, ich habe eigentlich einen Fehler gemacht. Ja. Okay, ich teste ihn trotzdem mal schnell. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Aber habe ich den schon getestet? Keine Ahnung. Okay, ja, der ist nur leicht minimal alkoholisiert. Dann schauen wir mal nach. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay, passt. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So. Jetzt haben wir das hier. Ach, der haut gleich ab. Der fährt weg. Okay. So. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Okay. Ja, dann gibt's noch mal einen Führerschein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Okay. Oi. Versicherung ist abgelaufen. Dann haben wir ihm gleich mal einen Verstoß da mal bestellt. Moment. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen. Natürlich, Officer. Bitte schön. Das Fahrzeug 9NU, okay. 9FU, das Fahrzeug darf auf jeden Fall nicht mehr fahren. Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Das kostet zwischen 50 und 250 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld! Das war ein Fehler. Ich wollte eigentlich, wo ist denn das Fahrer? Kein Versicherungsschutz jetzt. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Wirklich? Das ist viel Geld! Also das war jetzt was für ein Kennzeichen, was für ein Fahrzeug war das? Der da. Also jetzt machen wir Folgendes. Wir schleppen den jetzt erstmal ab hier. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. Unterstützung angefordert. Bitte ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Ja, super. Der parkt hier. Ja, den müssten wir auch abschleppen hier. Es hilft nichts. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Ich habe da jetzt minus 5 bekommen, aber wenn kein Versicherungsschutz da ist, dann darf er ja gar nicht fahren damit. Also muss ich es abschleppen lassen. Ne? So. Alles klar. Sie dürfen laufen. Gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So. Jetzt bei dir, lieber Kamerad. Jetzt schauen wir mal. Also, ich übergebe ihm jetzt erstmal den Bitte Unfallbericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Danke, Officer. Ihre Schicht ist um, Officer. So. Und dann gehen wir her. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay, den nehmen wir mit.
Okay, der wird jetzt festgenommen. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Streifen. Zu Ihren Diensten, Officer. So, der Verkehr kann wieder laufen. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen... Hallo, Officer. Hallo, ja. Wo ist mein Fahrzeug? Ich bin hier. Okay. Da ist ja irgendwas, da steht ein Auto so ganz komisch in Luft, aber das interessiert mich jetzt. Jetzt sollen sich Kollegen drum kümmern. Meine Schicht ist vorbei. Perfekt. Sehr schön. Man nennt es Feierabend. Uha. Ja, dann schauen wir mal, wie wir uns angestellt haben. Zusammenfassung, wunderbar. Oh ja, da haben wir doch einiges Verhaltenspunkte, ja mein Gott. Aber Stadtteil EP, perfekt, super. Naja. Ja, dann würde ich sagen, Leute, war's das wieder von meiner Seite her. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus.